Liebes Tagebuch, die Junimos haben mir das Gewächshaus repariert. Ich habe endlich ein Gewächshaus. Jetzt eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten für den Anbau. Ich habe direkt all mein Geld bei Pierre für verschiedene Obstbäume ausgegeben und diese um die Anbaufläche im Gewächshaus gepflanzt. Ich konnte mir jedoch nicht gleich alle leisten. Da werde ich wohl die nächsten Tage damit verbringen, Geld zusammenzukratzen, um mir die restlichen Obstbäume kaufen zu können. Eigentlich besteht ja kein Grund zur Eile, aber jetzt, wo ich das Gewächshaus habe, kann ich es kaum erwarten, unabhängig von der Jahreszeit Obst anzubauen. Was genau ich aber auf der Anbaufläche anbauen werde, weiß ich noch nicht genau. Im Laufe des letzten Jahres habe ich ein paar mir unbekannte Saatkörner gefunden. Vielleicht versuche ich mich mal damit. Bei all dem Trubel um das Gewächshaus habe ich fast vergessen, dass jetzt Lachsbärenzeit ist. Anfang des Jahres habe ich mir ja auch ein Pferd geleistet, daher kann ich ganz gemütlich durch die Gegend reiten und so die Lachsbären in der Umgebung einsammeln. Bei meiner Sammeltour bin ich auch Alex begegnet. Er stand beim Hundegehege vor dem Haus seiner Großeltern. Zum ersten Mal, seit ich im Sternentautal lebe, habe ich sogar den Hund dort zu Gesicht bekommen. Ich dachte, er wäre schüchtern, weil er immer in seiner Hütte war, sodass ich ihn noch nie gesehen habe. Nachdem Alex aber ein saftiges Stück Steak rausholte, gab es kein Halten mehr.